Ja, Leutchens, mal wieder eine neue Folge von Leitstellen spielen. Ja, gleich mal vorweg zur Erklärung. Das Rauschen im Hintergrund, das ist der Ventilator. Und die offenen Fenster, weil es ist nicht auszuhalten, obwohl es 5 Uhr morgens ist. Ja, viel passiert. Hab ein bisschen gedaddelt. Und ja, neuer Verband. Und zwar ist es der LK Sachsen-Anhalt und Partner. Das ist ein relativ kleiner Verband. Ja, ne? Also nicht viel und ja, hier, Platz 1. Leute. Ne? Ja. Also, ne, wer Lust hat, kann sich einfach mal bewerben. Und vorbeigucken. So. Sprechwunsch. Wunderbar. Ja, wie gesagt, ein paar Einsätze gemacht und die Krankenhäuser so ein bisschen, nur ein bisschen voll gemacht. Auf jeden Fall, ich habe durchgeguckt, ich habe sogar alle Fahrzeuge, die wir brauchen für die Einsätze, nur halt natürlich nicht genug. Ja, und ich habe mir heute mal erlaubt, Premium aufzuladen. Ja. Nö. Und was war es noch? Ein Streifenwagen. Na, dann mal los. So. Badam. Warum hat das so lange gedauert, bis eine neue Folge gekommen ist? Ja, kann ich euch sagen, ich Schlaukopf habe fast mein Motherboard geschrottet. Ich wollte Wärmeleitpaste auf, also neu auftragen und die war so flüssig, beziehungsweise es ist dann auf einmal schlagartig so flüssig geworden, dass die in die naja, in die CPU-Halterung gekommen ist, ne? Also in die Löcher von den Nupsis von der CPU. Ja, da musste ich dann so eine feinsäuberliche Operation vornehmen. Das hat 2 Tage gedauert, bevor der Rechner überhaupt wieder lief. Ja, und wie es dann halt so wollte, naja, das übe ich eine Zeit, dann die Temperaturen bei der Hitze, da kannst du. Da läuft der im Rechner im Stand schon auf 65 Grad. Ja. Gut. Mug wie den hier. Brenner Bus und 11 Leutchens. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Moment. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Orgel? Gibisan? LNA. So. Dann wollen die ja jetzt. Irgendwie. So. Gasunfall in Werkstatt. Tendenziell Polizei? RTW, GWG, GWM, GWA, zack, 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 zack. Gucken wir mal, ob das reicht. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall mal so ein kleiner Tipp für euch am Rande. Ich weiß nicht, ob ihr es schon, ob es euch aufgefallen ist, ob ihr es gesehen habt oder überhaupt darauf achtet. Krankentransporte. Alter, ich hab's nicht gedacht, ne? Aber es sind, damit habe ich am meisten Geld gemacht. Heute. Also, nicht heute, also gestern. Ja, also, das summiert sich echt ganz schön. Kann man ja nur sagen.
muss man quasi neidlos anerkennen. Ich lasse das Ganze auf langsam laufen, weil ja halt darum. Ne? So, gucken wir mal in die Verbandskasse. Ja, gut, ne? Ich spiele jetzt halt morgens. Brauchen wir nichts anderes zu sagen. Läuft. Auf jeden Fall, ich mache gerade den Lehrgang für den ELWI der SEG. Und ja, ne, das ist dann das nächste Projekt. Spare aber schon auf die nächste Wache und die nächste Wache schöne Würde kommen. Na, also wir bauen uns jetzt hier so hoch. Bauen uns jetzt auch erstmal, ja, vielleicht auch Stühle. Ja, wir bauen uns jetzt erstmal nach Witting hoch. Ne, Witting, Hankensmittel und gehen dann hier so rum. Na, das ist jetzt so der Plan. Zwischendurch nehmen wir auch noch diese hier mit. Na gut, vielleicht sollten wir. Bauen uns nach Witting hoch und machen dann erst den östlichen Bereich und dann den westlichen Bereich. So machen wir das. Weil unten haben wir ja schon alles. Ne? Fehlt ja nur noch der Teil und der Teil. So viel ist das ja nicht mehr. Ne? Seht ihr hier oben die Kreisgrenze? Ja, so viel ist das nicht. Ist der RTW überhaupt da? Ich bin ein Held. Ich schicke einen Hubschrauber hin, aber kein RTW. Läuft. Oh weia, oh weia, oh weia. Naja, 5 Uhr morgens. Was willst du erwarten, ne? Herrlich. Ach, ist das toll, ist das toll. Ja. So, bevor ich es vergesse. Heute ging ein wunderbares Foto durch die Presse. Hab's auf Sport1 gesehen, auf Facebook, mit Pierre-Emerick Aubameyang, wo er eine, ja, tendenziell würde ich sie jetzt mal als Wintermütze bezeichnen, getragen hat. Wurde natürlich dann total belustigt und es wurde über ihn gelacht und ich sage, das war genau das Richtige. Wenn wir Temperaturen von 30 Grad plus haben, Leute, setzt euch eine Mütze auf. Schirmmütze, egal, irgendetwas. Irgendwas auf dem Kopf. Ne? Ihr kennt es doch aus den Filmen. Die Leute, die durch die Wüste laufen, die haben immer einen Turban auf dem Kopf oder sowas. Das haben sie nicht ohne Grund. Nicht, weil es irgendwie gut aussieht. Nein, sieht total scheiße aus. Aber das hat einen Sinn. Ist genauso wie im Winter eine Mütze aufsetzen. Das hat einen Sinn. Ne? Weil im Sommer ist es halt so. Also wenn es warm ist, die meiste Flüssigkeit vom Körper verdunstet durch den Kopf. So, und deswegen Mütze auf, abdichten, Korken drauf. Ist so. Könnt ihr glauben, könnt ihr nicht glauben, fragt euren Hausarzt beim nächsten Mal. Der wird euch das genauso sagen. Was weiß ich denn schon? Hab ja medizinisch überhaupt keine Grundkenntnisse. Ja, nee, wollte ich an der Stelle nur mal sagen. Das hat alles so seinen Sinn und Zweck. Alter, ich hab verdammt viel Rettungsdienst, sehe ich gerade. Puh. Ja, das wird noch mehr. Ja, gut, die fahren jetzt alle hier oben. Ja, gut. Ich muss die Bezeichnung nur ändern. Naja, werden wir schon hinkriegen. Boah.
Trink mal einen Schluck. Ja. Auf jeden Fall, ich kann euch dann auch schon mal sagen, aktuell wird es beim Leitstellenspiel bleiben. Nicht, weil ich nichts anderes machen will, sondern solange das noch so warm ist, funktioniert es sowieso nicht wirklich. Außer halt so morgens so gegen 4, 5. Und die Geschichte mit der Wärmeleitpaste hat dem Rechner echt den Rest gegeben. Also ich bin froh, dass das Ding halbwegs läuft. Ja, ne, und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis da irgendwie wieder was halbwegs Gescheites funktioniert. Muss ich halt sparen. Ne? Na, wenn man kein Geld hat, muss man halt sparen. Ja, ansonsten wisst ihr ja selber, ne? Ich würde ja, wenn ich die technischen Möglichkeiten hätte, machen, aber es geht leider nicht. Ja, leider. Ne, habe ja auch versucht zu streamen. Funktioniert. Können wir auch gerne vielleicht nochmal irgendwann versuchen, aber erst dann, wenn es nicht mehr so warm ist. Weil ich kann jetzt bei den Temperaturen nicht abends um 8 Uhr anfangen, Stream zu machen. Ich kann ja nicht mal ein Video gucken. Wegen den Temperaturen. Ne, die Grafikkarte zeigt mir einen Vogel, die CPU sagt, leck mich am Arsch. Damit uns allen ja nicht immer helfen. Ne, ansonsten technisch gesehen, na, guckt euch das letzte Video an. Es funktioniert ja. Ne, das war ja live gestreamt. Ja. Kriegen wir irgendwann bestimmt hin. Ansonsten müssen wir mal gucken, vielleicht am Wochenende mal so. Ne, abends 22 Uhr anfangen, 23 Uhr. Schreibt es in die Kommentare. Ne, ob er mal sagt, ja, geil. Ne. Meinetwegen macht man es sogar so, wenn ihr in den. Ja, genau. Ne, wer die Möglichkeit hat, kommt in den Verband. Machen wir zusammen. Wenn ihr vernünftig seid. Ne, machen wir eine ganz große Geschichte draus. Community löschen. Genau, wir nennen es Community löschen. Ich sehe schon den Header in der Bildzeitung. Community löschen. Live auf Deppen Gaming. Nein, ich bin nicht Größenwahnsinnig. Nicht. Wir wollen im Quatschblatt stehen. Hallo Leute, ich bitte euch. Ist doch nicht ernst gemeint von mir. Ja, kommt. Meine Güte. Ja. So ist das. Nee, ich bin momentan 7 Days mäßig unterwegs. Mit der Alpha 16. Macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt so ein Spiel, das würde ich nicht streamen wollen. Weil das machen andere viel besser. Ne? Also wer 7 Days gucken will, geht zu Jack Fleischhammer. Ne? Two Lone Wolves. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Mit dem Mario, mit dem Ströber. Einfach ein Traum, die beiden. Na, ansonsten, zu den Verwandten kann ich noch einige sagen. Die haben alle einen Schuss weg, aber so richtig einen Schuss. Die haben echt einen Schuss nicht gehört. Ne? Ich meine hier, na gut, okay. Chat-Verlauf. Ja, naja, gut, okay. Ich meine, ich habe auch einen Schuss. Naja, komm, wir wollen jetzt hier keine Daten spionunzeln. Ist halt so. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt wieder einen Verband. Und da kommen jetzt auch wieder regelmäßiger Videos. Keine Sorge, keine Glückwunsch. Sorge. Das kriegen wir alles hin.
Da will ich jetzt nicht hin. Ich bin echt bettreif. Jo, ach komm, zum Abschluss, lass mich hier nochmal Braunschweig kriegen, ne? Hier, komm. Anfahren vorhin. Sauber. Läuft hier nasse. Das ist aber auch ein wunderbarer Schlusspunkt. Der Hubschrauber, den SAR 79, lassen wir jetzt einmal 500 Kilometer über Deutschland hinwegfliegen. 500 hin, 500 zurück. Na, der ist ja noch neu, der muss auch Kilometer schrubben. Wir sehen, hören und riechen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit und denkt dran, wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, macht einen Daumen runter. Und ja, schreibt es in die Kommentare wegen dem Livestream. Und wenn ihr Lust habt, bewerbt euch in dem Verband. Ich zeige ihn nochmal. Na hier. Elka, Sachsen-Anhalt und Partner. Einfach bewerben. Und dann sieht das schon ganz, ganz schnieke aus. Ja, also. Bis dann. Tschüssikowski.